Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus dem Phantasialand, aus dem Matamba Hotel. Heute machen wir Fantissima. Ganz spontan. Ich habe gestern erst gebucht, habe auf der Webseite geguckt, hey, Off-Season-Angebot fürs Hotelzimmer, hey, günstige Karten für Fantissima. Und dann dachten wir so, hey, machen wir das doch mal. Eigentlich wollten wir dieses Jahr aussetzen, weil wir waren letztes Jahr da. Zum Ende der Saison und da waren wir nicht so begeistert, oder? Nee, das stimmt. Ja, es war okay, aber es war halt nichts Neues. Jetzt haben wir einfach von mehreren Leuten gehört, hey, es wurde einiges an der Show geändert. Und dann dachten wir, gut Leute, wenn da jetzt mehr geändert wird als nur 30%, gefühlt 30%, dann werden wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Genau, wir sind echt mal gespannt, weil bei Fantissima muss man sagen, es ist nicht jedes Jahr eine komplett neue Show. Es ist oft so, dass so 30-40% geändert werden. Fantissima besteht so aus 5 Showblocks, dazwischendurch gibt es dann ein Essen. Das Essen ist komplett neu, hat aber auch Elemente von vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren Elemente drin. Ja, genau. Zeigen wir euch auf jeden Fall da dann nochmal vor Ort. Und genau, eigentlich ist es halt immer so, dass halt immer so ein bisschen was erneuert wird und diesmal sollen auch angeblich 4 Showblöcke neu sein. Ich habe keine Ahnung, ich stelle keine Mutmaßungen auf, ich schaue es mir an, dann werden wir berichten, was jetzt wirklich neu war. Genau, angeblich sollen auf jeden Fall 4 Showblöcke neu sein und da haben wir gedacht, hey, das besuchen wir jetzt einfach mal vor Ort und werden euch dann hin mitnehmen auch ein bisschen. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig zu vloggen bei Fantissima, das wisst ihr auch, wir dürfen euch auch leider nichts von der Show filmen. Genau, nur dass ihr da schon mal im Vorhinein Bescheid wisst. Ja. Und los go. Los go, genau. Wenn wir erst mal welche machen, dann... Los go? So willst du losgehen? Ja, natürlich, normal. Wir haben uns jetzt ein bisschen frisch gemacht. Vivi auch. Vivi hat noch einen Nagellack am Start. Oh, ja. Das und für Leute, die noch nicht wissen, was Fantissima ist. Wir haben auch ganz viele neue Zuschauer. Fantissima ist eine Dinnershow, die es im Phantasialand gibt. Die läuft ziemlich lang. Ist die längste Dinnershow, die ich kenne. Also nicht von der Länge der Dinnershow, aber wie lange es läuft. Wie viele Monate am Stück das läuft. Genau. Fantissima ist eine Dinnershow. Dinnershow ist für die Leute, die es nicht wissen, das ist halt immer ein Show-Element und Essen und Getränke. Show-Element, Essen und Getränke. So ist also Essen mit Show, um das mal kurz zusammenzufassen. Also genau, unser Ding. Essen und Show. Haben gut, Show ja, aber auf jeden Fall schön zu gucken. Schöne, hübsche Männer und Frauen. Hammer. So. Fantissima, ja, also hier ist leider das alte Prospekt, die beiden hier sind so die Hauptsänger, ne, könnte man schon fast so sagen. Und ja, die werden dieses Jahr bestimmt auch wieder dabei sein. Natürlich. Hier haben wir schon erste Einblicke, was so von den Shows ungefähr da ist. Es ist sehr viel Akrobatik immer. Genau. Ein bisschen was am Essen sieht man da unten auch, wenn du noch ein paar Seiten weiter blickst. Ja, genau. Manuela Löffelhardt inszeniert das immer. Eine Regisseurin, kunstvolle Visionärin. Der Wahnsinn. Hammer. Ja, auf jeden Fall wirklich eine tolle Show mit Geschichte, mit Liebe. Jetzt kommt mit doch einfach mal. Oh, das ist eine schöne Szene. Ja, aber, wie gesagt, das ist alles vom letzten Jahr. Mal gespannt, genau. Wie viel dieses Jahr da ist. Jetzt hast du das Essen überblättert. Oh, scheiße, Mann. Hier. Na, noch eins weiter? Noch eins. Noch eins? Noch eins. Wo ist das Essen? Komm. Mach uns was. So sieht dann ungefähr das Essen aus. Hammer. Das ist aber das Essen auch vom letzten Jahr. Ja. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie das Essen von diesem Jahr aussieht. Schrecklich. So, wir gehen jetzt Richtung Fantissima. Wenn um 8 Uhr Veranstaltungsanfang ist, ist 1,5 Stunden vor Einlass. Also man kommt um 16.30 Uhr dann hinein. Zu den Tischen kommt man, soweit ich weiß, eine Stunde vorher. Ja. Und der Eingang ist relativ am Anfang der Phantasialandstraße, da wo der Tempel ist. Also neuerdings Crazy Beds. Thank you.
gerade eben haben wir den Kuss aus der Küche bekommen. Das war eine Mangopaste mit dieser Mayonnaise wieder. Und ein Teigbällchen, weiß ich gar nicht, was drin war. Keine Ahnung, war immer lecker. Keine Pilze, keine Zwiebeln. Und gleich fängt der erste Showblock an. Und danach gibt es die Vorspeise. Hammer. Die Öffnungsshow war dieses Jahr komplett durchgegangen. Ja. Wir haben die komplett weggelassen von dieser Casting-Show-Nummer, die wir ja die letzten Jahre durchgeführt haben. Und sehr stimmig gehalten, oder? Auf jeden Fall sehr stimmig gehalten. Und die hatten alle, also wirklich alle, die mitmachen, waren auf der Bühne. Und zum Beispiel das Orchester, was vor oben steht und Musik macht, hatten auch so weiße Trompeten gehabt. Und jeder wusste so ungefähr, okay, was macht derjenige auf der Bühne. Also ich fand die richtig geil. Das war bis jetzt die beste Eröffnungsshow, die ich mir von diesem Jahr je gesehen habe. Also schon geil. Hat ziemlich gut gefallen. Und jetzt kommt gleich die Vorspeise. Und es war alles in weiß und lila gehalten, und die oder? Musik war immer der gleiche Band. Imagine Dragons, glaube ich, hat immer gespielt, Leute. Richtig, richtig geil. Vorspeise bekommen, es war was mit Lachs, Spargel und irgendeiner Bohne, oder? Ja, es war Lachs, es war Spargel mit Speckmüll, es war Edamame da, es war gelbe Beete da, es war Koriander, es war so Sushi mit Koriander, war sehr geil. Hat sehr gut gefallen und ich bin mal gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Ich fand es ja schon cool, dass die Eröffnungsnummer ziemlich neu war dieses Jahr. Ja. Und wenn es so weitergeht. Also, es ist schon geil. Die Eröffnungsnummer hat schon richtig Bock auf mehr gemacht. Die Musikauswahl, Magic Dragons, super kraftvoll und es war auch so toll. Es war echt toll. Also, ich hab Bock auf weiter. Ist halt immer schade, dass wir euch davon halt leider nichts zeigen dürfen, aber so ist es halt. Das müsste ich halt einfach mal selbst machen. Ja, und vor allem, was schön ist jetzt auch, dass jetzt während der Show, beziehungsweise während man essen kann, die halt so Trompeten spielen, Musiker da oben auch eine Kamera haben. Das heißt, man kann ja auch auf der Leinwand sehen. Und dann werden die nicht so ganz in die Ecke gerät vergessen und haben auch so einen kleinen Auftritt. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Genau, man sieht sie jetzt besser und das zeige ich euch mal, weil das darf ich filmen. Ja! Also ich hoffe. Ja, ich hoffe. Wir probieren es einfach mal aus. Ja. Auf jeden Fall komplett neu, wieder mit viel Liebe, mit viel Leidenschaft. Hammer, oder? Ich glaube, wir haben dieser rote Faden dieses Jahr. Leidenschaft. Hat uns sehr gut gefallen. Ich bin schon mal von 3 Folgen zuvor. Aber erst kommt die Suppe. Suppe? Suppe kommt gleich. Hammer. Was gibt es denn für eine Suppe dieses Jahr? Eine Cremesuppe von gerösteter Cashewnuss und Chili-Kokos-Schaumsuppe mit Zitronengras und Garnele. Oh, klingt auf jeden Fall interessant. Interessant. Wir filmen, alles gut. Danke. Wann war die Suppe? Ja, bei uns filmen dürfen wir doch. Also, die Suppen sind mittlerweile vernichtet in unseren Märkten. Und für dich war es ein Traum, oder? Ja, ein Traum, der Schaum. Für mich fand ich auf jeden Fall, ich fand die Suppe besser als letztes Jahr, muss ich leider wirklich sagen. Ich fand die wirklich super gut. Kevin nicht so, oder? Jetzt nicht so. Ich fand sie zu sämig und ich glaube, wir müssen wieder rein, weil die Show gleich wieder weitergeht. Ja, auf jeden Fall, aber ich muss sagen, wirklich sehr lecker, oder? Was kannst du noch dazu sagen? Ja, wenn ihr hier seid, mischt die Suppen untereinander. Viel Liebe und Leidenschaft. Jetzt sind wir bei Schublock Nummer 3, da habe ich mich vertan. Der Schublock Nummer 3 ist leider alt. Ja, es ist leider. Es ist ein guter Schublock, ist auch kalt. Definitiv muss man sagen, aber es hat halt was. Aber es war bisher meine Lieblingsschublöcke. Auch in den letzten Jahren. Aber leider ist er halt schon 3 Jahre alt. Ja, oder geht es in 20 Jahren? Ich weiß nicht, wie alt er war. Wir erkennen den schon gefühlt ewig. Vielleicht erinnern sie den ja nächstes Jahr, aber es sind trotzdem andere Schublöcke. Aber das Beste kommt jetzt, der Hauptgang. Hammer! Das Essen, was wir vor 2 Jahren hier auch schon gegessen haben. Dann was gibt's denn? Und zwar kaltes Filet an Pfeffer, Kaffee, Juice mit Rahmspinat oder wie Carsten sagen würde, Iglo, Wachtelspiegelei und orange Kartoffelpüree. Also es gab es vor 2 Jahren schon mal, das gleiche Essen. Das ist aber auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Oh.
Meine Güte, was war das für ein Hauptgang, oder? Es war der reine Wahnsinn, das war. Das Fleisch war verdammt zart und man darf uns auf keinen Fall falsch verstehen. Es ist natürlich schade, weil man das mit dem Wachtelfleisch schon kennt. Vielleicht mal vor 2 Jahren auf Rindfleisch, heute war Kalbfleisch am Start. Man weiß es nicht. Es war auf jeden Fall verdammt lecker. Ja. Und wir freuen uns aufs Dessert. Das ist ja das Finale, oder? Und ich habe es sogar eher aufgegessen als du. Und ich muss sagen, voll das Highlight, ja. Ja, ich freue mich auf das Dessert. Das klingt auf jeden Fall gut. Karottenkuchen, oh, Hammer. Hammer! Vielleicht toppt das jetzt auch mal sogar meine Karottenmuffins. Aber ich habe die Befürchtung, dass jetzt auch wieder eine alte Nummer kommt. Das kann sein, dass die letzten 2 Showblöcke vielleicht schon bekannt sind unter den Fatissima-Gängern. Aber mal gucken. Also bis jetzt fand ich es echt eine gute Show. Also bis jetzt kann man echt sagen, gut, oder? Das auf jeden Fall. Schade, dass Showblock Nummer 3 natürlich alt war. Aber das wissen wir ja. Ich meine, wir sind schon so viele Jahre und so viele Male hier, das wiederholt sich halt. Aber das Gute ist, dass Showblock Nummer 4, wenn es derselbe Showblock ist, nur 2 Jahre alt ist. Aber ein bisschen wie Windows 98. Ja, der Effekt ist gut auf jeden Fall. Ja. Und in der Show haben sie zwar ein paar Elemente geändert, aber das Grundkonzept vom 4. Teil ist gleich. Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall erstmal sehr gespannt auf das Server. Es wird nämlich gerade schon an anderen Tischen verteilt und Hammer. Beim Dessert wird man richtig satt. Oh Leute, wir haben damals, wo wir zum ersten Mal dieses Mal gemacht haben, extra noch was vorher gegessen, weil wir dachten, wir werden nicht satt. Aber ohne Scheiß macht das bloß nicht. Ich bin voll. Jetzt kommt das große Finale und wir hören uns gleich wieder. Let's do a time warp again. Es war dieses Jahr echt schön, oder? Ja, es war sehr schön. Man muss halt immer noch dazu sagen, es waren halt leider nicht alles komplett neu, aber die Eröffnungsshow haben wir schon gesagt, dass sie schön war. Der zweite Teil war schön. Der dritte Showblock ist mein Lieblingsshowblock, auch wenn er schon 3 Jahre alt ist. Ja. Und das Finale ist halt das Finale, gell? Das ist sehr schön. Last Time War Again. Hammer. Wie oft habe ich diese Bewegung heute gemacht? Ja, es war auf jeden Fall super, super schön. Die Musikauswahl war top. Die Tänzer waren natürlich sehr gut. Und die Nummer am Ende fand ich auch richtig cool mit dem, was war denn das für ein Aladdin-Typ mit der Frau mit den Haaren. Hammer. Das haben wir im Kopf heute, sah aber cool aus. Also im Großen und Ganzen hat uns dieses Jahr Fantasima echt ein bisschen überzeugt. Wir hatten dieses Mal auch... Ein bisschen überzeugt, hat schon überzeugt. Ja, wir hatten dieses Mal auch super Service an dem Tisch. Ja. Wir kennen das auch ein bisschen anders, da war der Service auch schon mal schlechter in den letzten aber Jahren. Aber wir hatten einen rundum gelungenen Abend, hatten auch ganz nette Leute an unserem Tisch sitzen. Das ist ja auch nochmal, können wir auch nochmal erwähnen. Genau. Hammer. Ja, was kostet der ganze Spaß, Bibi? Ja, also wir haben jetzt das Auszeitangebot hier genommen für 85 Euro. War das Nein. 75? Nein, du verwechselst ja gerade was. Fantissima haben wir jetzt für 75 Euro. Also ich dachte, was wir jetzt für die Übernachtung. Fantissima haben wir jetzt 75 Euro bezahlt. Es ist dieses Jahr leider sehr chaotisch geworden. Es gibt jetzt so viele verschiedene Preise. Also ich glaube, es gibt über 15 bis 20 verschiedene Fantissima-Preise. Wie kommt mir das so bekannt war mit dem Preis-Chaos? Naja. Also schaut euch selber am besten auf der Webseite. Da gibt es schon reguläre 9 verschiedene Preise plus Angebotspreise plus Preise, die am Wochenende teurer sind und in der Woche billiger sind. Und plus Kombination mit Übernachtung? Plus Kombination mit Übernachtung. Und im Dezember ist es am teuersten. Im Dezember würde ich gar nicht erst hingehen. Hammer. Leute, geht nicht im Dezember.
Und sonst schaut einfach, dass ihr ein gutes Angebot kriegt. Ich finde immer so 75, 80 Euro kann man gut und gerne dafür ausgeben für den gelungenen Abend. Aber zahlt nicht 160 Euro im Dezember für die erste Kategorie. Das ist einfach übertrieben. Wir haben jetzt dritte Kategorie gehabt. Wir haben auch super gesehen. Also kann man sich nicht beschweren. Man hat wirklich alles gesehen, man hat alles gehört und war echt gut. Ja, das soll es gewesen sein an unserer Stelle. Wir sehen uns einfach im nächsten Vlog wieder. Der reine Wahnsinn. Hammer. Also wo sind wir denn da? Weiß ich nicht. Europa-Park, Wintertraum, Winterzauber. Irgendwo werden wir uns wiedersehen. Voll im Winter. Oh, bis deine Helle. Tschüss.